Mahlzeit, voller Stolz führe ich hier meine neue Schattenkluft spazieren. Die Barriere blitzt am Himmel, wunderbar, ab zu Raven, dem ich jetzt mal einen kleinen Zwischenbericht über das, was ich im Sumpflager erfahren habe, erstatten möchte. Schauen wir mal, ob das jetzt schon geht. Hallo. Das, was Hallo. Ich wusste es. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Sie wollen mit der Hilfe eines mächtigen Elixiers, das Sie aus Minecrawler-Eiern gewinnen, Ihre geistigen Kräfte stärken und Kontakt zum Schläfer herstellen. Interessant. Bin gespannt, ob die Sache funktioniert. Bring die Eier in den Tempel. Direkt eine klare, zusammengefasste Anweisung. Okay, sehr gut. Es hat also funktioniert. Ich konnte den Zwischenbericht abgeben. Das freut mich. Und in dem Sinne direkt ab zur alten Mine, oder? Ich habe jetzt noch nicht das Level up, um Schlösser knacken zu lernen. Das bedeutet, ja, in der alten Mine, da werde ich diese Erfahrung bekommen, die ich dafür brauche. Wobei, es wäre jetzt auch ein leichtes, jetzt gerade noch durch die Wälder zu heizen und die entsprechende Erfahrung zusammen. So ist es nicht. Schauen wir mal. Falls ich jetzt irgendwie noch vor Betreten der Mine... ich weiß nicht. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Mine, hauen ein paar Viecher im Wald um. Wenn Schlüssel. Ich lese jedes Mal Schlüssel hier. Und dann erinnere ich mich wieder dran, dass ich das ja jedes Mal hier lese und dass es eigentlich Schlüssel heißt. Und dann bin ich immer enttäuscht, so, ja... Wäre irgendwie cool, wenn ich jetzt hier noch einen geheimen Schlüssel entdecken würde, von dem ich bisher nie was gewusst habe. Ja? Und dann... Also, es ist mega, ich bin wie in so einer Zeitschleife gefangen, weil ich genau die Situation schon so oft erlebt habe. Geht das noch jemand so, dass ihr Schlüssel gelesen hat anstatt Schlüssel? Oder bin ich ja, allein auf weiter Flur mit dem Thema? Hallo! Ja, ja. Klar, eine Diebestour durchs alte Lager lässt sich auch in Kapitel 3 noch mit Leichtigkeit realisieren. Boah, das sieht auch cool aus. Machen wir mal ein Bild. Ja. Sieht cool aus. Lässt sich auch in Teil 3 noch... Teil 3? In Kapitel 3 noch mit Leichtigkeit realisieren. Es fühlt sich nur irgendwie so kurz an, dieses Kapitel. Dann, wenn ich jetzt da hingehe, ein Nestblatt mache und so, zack, dann war es schon wieder mit dem Kapitel. Aber wenn man erst mit Kapitel 1 durch ist, geht's auch echt flott. Gothic 1 geht dann relativ flott über die Bühne, gell? Ja, ja. So, jetzt, ich weiß ja, dass ich jetzt in der Lage bin, Snapper umzuhauen. Aber bin ich auch in der Lage, zwei Snapper auf einmal umzuhauen? Das wärmer. Jetzt noch nicht sehen, weil doch nur einer angeschlichen kommt, worüber ich eigentlich auch ganz froh bin. Okay. Zwei Schläge für den Snapper. Ah, ja, also so werde ich mein Level abbekommen. Klar. Mit Leichtigkeit werde ich das so bekommen. Ja, ein weiterer Vorteil, die Diebestour jetzt direkt noch zu machen, wäre natürlich der, dass ich dann wahrscheinlich die Weintrauben und alles findet, was ich für Balorus starke Waffe brauche. Und dann könnte ich direkt mit dieser guten Waffe könnte ich dann direkt gegen die Minecrawler kämpfen. Versteht ihr? Das ist auch ein sehr ernstzunehmendes Argument da dafür. Okay, also ich habe jetzt hier mein Level up erhalten. Ich gehe jetzt erstmal und lerne das Schlösser knacken. Ja. Ich würde jetzt einfach gern noch erstmal die Diebestour durchführen. Was sagen die echt dazu, dass ich jetzt Schatten bin? Gar nichts. Nicht sehr happy sind die. Redford. Was sagst du dazu? Auch nichts. Ich habe jetzt hier gar keine Optionen mehr übrig. Ja klar, ich habe halt auch schon gelernt, Tiere auszunehmen und so. Deswegen glaube ich, wäre sowieso keine Option mehr drin gewesen. Aber, trotzdem fühlt sich irgendwie so leer und kalt an, dass da einfach nur noch Ende steht. Na gut, so ist es. Gibt's eigentlich
Also viele springen ja so, wenn einmal Akrobatik gelernt, springt man oft einfach nur so rum. Aber ich mach das halt. Gibt es noch manche, die einfach die ganze Zeit nur normal rennen, wenn sie noch Akrobatik gelernt haben? Akrobatik. Klar, was ich gerne mache, ist dann dieses langsame Gehen. Weil ich es einfach sehr atmosphärisch finde und weil es wunderschön aussieht. Aber einfach nur so normal entlang rennen wie hier mache ich dann echt eher seltener. Weil ich dann immer auf der Suche nach einer Abkürzung bin und Akrobatik, ob es jetzt schneller ist oder nicht, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich schon. Es fühlt sich zumindest so an, als würde ich damit hier mega die Abkürzung wählen. So, ab zu Fingers, der mir jetzt hoffentlich Schlösserknacken beibringen wird. Worauf ich mich schon freue, weil mit dieser Fähigkeit ausgestattet, eröffnen sich natürlich völlig neue Möglichkeiten. Hallo. Für Gomez. Jawohl. Also, kann ich hier gar nicht lernen bei dir oder was? Verstehe ich nicht. Für Gomez. Habe ich etwa schon Schlösser öffnen doch gelernt und weiß es nicht mehr? Ungeübt steht hier. Taschendiebstahl steht aber auch ungeübt und das habe ich definitiv nicht gelernt. Das soll ja wohl ein Witz sein. Also wo soll ich das denn lernen können, wenn nicht bei dir? Okay, also ich habe jetzt keinen Bock hier ewig rumzusuchen und rumzurätseln und zu knobeln und was weiß ich was. Wenn das jetzt hier in dem Moment gerade nicht geht, dann werde ich es jetzt hier gerade auch nicht lernen. Und ich warte mal noch ein paar Kommentare ab oder schaue im Internet, ob ich noch irgendwas lernen kann, irgendwas Schlösserknackenmäßiges lernen kann in meiner jetzigen Situation hier. Wenn ich das nicht kann, werde ich die Diebestour natürlich trotzdem machen, ohne diese Fähigkeit. Aber wenn ich das kann, dann will ich das natürlich vorher machen und deswegen warte ich da die entsprechenden Infos erstmal noch ab. Dann geht es jetzt halt doch direkt in die Mine. Direkt das Minecrawler-Nest ausräuchern. Und das finde ich auch ganz okay. Habe ich eigentlich auch Bock drauf jetzt. So mit dem Flow gehen. Ich habe halt nur, wisst ihr, ich will die bist du auch nicht zu spät machen, weil ich mir halt denke, wenn ich das zu spät irgendwann im Spiel mache, so, dann hat sie ihren Reiz verloren, weil irgendwann bin ich eh so krass und dann kann ich eh alles nehmen und so, versteht ihr? Je früher man das macht, desto mehr weiß man irgendwie die Beute der Diebestour auch noch zu schätzen. Und da würde ich ganz gerne das machen, zu einem Zeitpunkt, wo das noch der Fall ist. So, zwei Snapper da oben haben wir schon umgehauen, die restlichen sparen wir uns für den Punkt auf, wo wir im Lauf der Story sowieso an diese Stelle kommen. Und dann werde ich für jetzt erstmal den regulären Weg zur Mine einschlagen. Was natürlich auch damit einhergeht, die ganzen Viecher, die auf dem regulären Weg lauern, zu besiegen. Da oben sehe ich schon ein paar Blutfliegen. Ja, ja. Ich sehe das nicht. Ich sehe das. Zack. Marl Rats haben irgendwie auch was Knuffiges an sich. Vor allem dieses Geräusch, was sie machen. Ganz ehrlich, habe ich eigentlich schon mal jemals dieses Lagerfeuer hier angezündet? Ich glaube nicht, aber ich finde den Gedanken, das zu tun, irgendwie cool. Dass dann hier in der Höhle ein einsames Lagerfeuer vor sich hin brennt. Der freut mich, der Gedanke. Zumal dann diese Höhle auch ganz cool ausgeleuchtet ist. Versteht ihr? Ja. Wenn man hier durchläuft, brennt hier ein schönes Feuerchen. Hat was Tröstendes, was Wärmendes. Und bringt auch einfach eine schöne Stimmung hier rein. So, da vorne schlägt schon wieder das Gewänge rum. Ich werde aber erstmal noch ein Stockwerk weiter höher gehen. Und hier alles. Ja gut, jetzt habe ich halt 10 Lernpunkte, die jetzt einfach vergammeln. Ich habe jetzt nichts mit denen gemacht. Kein... Also, Moment, ich bin stark genug. Ich spare mir die lieber auf für den Moment, wenn ich fest entschlossen bin und sicher weiß, was ich damit machen möchte. Jetzt nicht nur bezogen auf Schlösserknacken, weil wenn ich jetzt echt erst die Mine mache, dann werde ich sowieso, bis ich eine Gelegenheit habe, Schlösser zu knacken, nochmal ein weiteres Level aufgestiegen sein. Aber trotzdem, so auf kurz oder lang wird schon wieder ein Moment kommen, wo ich froh bin um jeden Lernpunkt. Und für diesen Moment bin ich gut beraten, wenn ich den jetzt erstmal ungetastet im Menü vor sich hin ruhen lasse.
So. Weitere Scavenger-Horde hat sie eingenistet. Zack. Ich renne jetzt nicht rüber hier zu dir. Da bin ich einfach zu faul. Komm du zu mir. Na gut. Ist ja manchmal, muss man einfach nur empfangsbereit mit offenen Armen dastehen und dann kommen die Dinge schon zu einem. Man muss sich nicht immer abrackern und bemühen und dann gibt's Frustration und dann klappt's doch nicht. Manchmal muss man auch nur entspannt warten und dann geschieht das Richtige von ganz allein. Und man kann sich entspannt zurücklehnen, weil man weiß, ja, das hat jetzt einfach sein sollen. Ich bin im Empfangsmodus und ich bin bereit. So. Während ich die einen Snapper da drüben jetzt mal erstmal noch sich selbst überlasse. Wie ich vorhin erklärt habe, werde ich die hier direkt schon mal bekämpfen. So, ich glaube, der hat hier den Kadaver seines Kollegen gewittert und schleicht sich heran, um sich den zu gönnen. Dachte ich gerade, stimmt aber nicht. Der hat tatsächlich mich gewittert und schleicht auf mich zu. So, mein Dilemma ist gerade, dass ich mir ganze Gedanken drüber mache, mich erstmal noch zu heilen, bevor ich gegen den kämpfe. Aber meine Sorge ist halt, dass dann was mache ich eigentlich? Meine Sorge wäre dann, dass es so lange dauert, dass er mich währenddessen angreift. Scheiße, boah! Guck mal, genau sowas wollte ich verhindern. Da hatte ich Schiss vor. Wann habe ich denn zuletzt gespeichert? Oh, Backe. Was für eine unangenehme Situation hier. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm, kann ich nicht anders formulieren, ne? Egal, kann jetzt auch nichts rein. Zack, abbrechen, Folge direkt nochmal neu beginnen. Ne, Mann. So radikal wird jetzt hier auch nicht vorgehen. Aber dafür läuft das Ganze jetzt hier sowieso insofern ein bisschen geschmeidiger ab, als dass ich zwischen diesen zwei Snapper-Kämpfen diesmal die Gelegenheit bekomme, mich wirklich anständig zu heilen. Heilkräuter. Diese richtig krassen Heilkräuter. Darf ich jetzt nur nicht alle essen, aber die geben auch richtig Power. So, und jetzt sind wir wieder in derselben Situation wie vorhin, dass quasi nur noch dieser eine Snapper da der einzige ist, der übrig ist. Aber ich glaube, die Scavenger sind jetzt hier in dieser Zeitlinie auch noch am Leben da hinten. Glaube ich, weiß gerade gar nicht. Oder habe ich erst, es waren da ursprünglich drei Snapper hier, habe ich einen umgehauen, dann die drei Scavenger und dann. Das ich weiß gar nicht mehr. Schauen wir mal. Ja, so war es nämlich. Freut mich sehr, dann habe ich das schon mal von der Backe. Damit einher geht natürlich auch, dass ich jetzt direkt dazu übergehen kann, diese Maulrats hier, die jetzt natürlich schon mal am Leben sind, zu bezwingen. So, den Scavenger da hinten habe ich vorhin schon mal rumschleichen sehen von der Höhle aus. Seiner werde ich mir auch gleich annehmen, aber habe ich eine andere Maulrat jetzt hier schon umgehauen oder was? Leichte Verwirrung macht sich breit. Aber egal, scheint so. Gut. Dann direkt mal looten. Ah ja, Blutfliege auch noch am Start, sehr gut. Manchmal sind Blutfliegen echt so, dass sie komplett ignorieren. Ah! Die jetzt hier aber gerade noch. Ach, da unten befindet sich diese Maulrat inzwischen. Okay. Das hat auch ein bisschen seine Bahnen gedreht, wie sie es so machen. Oder die Maulrat. Ich bin, es ist für mich sehr ungewohnt, die Maulrat zu sagen. Klar, Ratte. Die Maulwurfsratte, sagt man auf Deutsch. Aber ich habe immer das Maulrat oder der Maulrat. Ich glaube, das Maulrat habe ich immer so gesagt. Warum immer? Das hat sich bei mir einfach so eingenistet, aber eigentlich ist die Maulrat passender. Gut, dann kann ich jetzt direkt in die Mine reingehen. Mein erstes Mal, dass ich als Mitglied des alten Lagers als Schatten die Mine wirklich betrete. Ja.
Und beim letzten Mal war ja dieser Hall mega stark, der in der Mine, habt ihr mir auch geschrieben, ich kann den Menü ausstellen. Ich fand den an sich ganz cool, aber diese Schläge, wenn die Erz gehackt haben, die klangen mit dem Hall so schmerzhaft im Ohr. Darum will ich den jetzt ausschalten. Für Gomez. Für Gomez. Was läuft in der Mine? Die Butler schürfen das Erz und wenn sie das nicht tun, dann gibt's was aufs Maul. Überhaupt nicht gemein oder so, wie du die ganze Sache hier regelst, aber gut. Und ich glaube, würde man an der Kurbel hier drehen, würde sich auch das Tor da vorne schließen. Das haben sie auch in der Switch-Variante so gefixt, dass diese ganzen Winden richtig funktionieren. Weil manche funktionieren richtig, manche funktionieren nicht richtig. Ich habe es nicht ausprobiert hier, weil der Typ mir dann wahrscheinlich eine reinhaut. Aber ich glaube, dass das so ist. So. Schauen wir mal, wo das hier geht. Einstellungen, Audio, Hall-Effekt. Ja, machen wir mal aus. Klingt wahrscheinlich wirklich, also von Dialogen fand ich den Hall ganz cool, aber diese Schläge in die Erzadern rein, da platzt mir echt jedes Mal bei einer Trommelfell. Fand ich eher unangenehm. So, natürlich, weil das so dunkel drin ist, werde ich als erstes mal direkt was tun? Eine Fackel zücken. Zack, so läuft's. Ja, coole Stimmung auch schon wieder hier unten. Da bin ich wieder. War ja klar, dass das beim letzten Mal noch nicht mein letzter Besuch hier für war. Für Gomez. Hast du noch irgendwas? Wir sehen uns. Hast du mir hier irgendwas zu sagen? Nee. Wer sagt denn das nochmal in... Sagt auch in Gothic 1 und 2, sagt das irgendeiner, aber ich weiß gar nicht mehr. Für wer. Gomez. Gomez. Bei dir kann ich sehen. Ich habe alles, was du brauchst. Okay, der hat... Ja, der war gut. Keinen einzigen Erzbrocken hat er am Start, obwohl er hier direkt an der Quelle sitzt. Templer, genau, das heißt, hat Cocker nochmal schon gesagt, die Templer, die am Start sind, werden mir beim Kampf gegen die Mancrawler helfen. Da muss ich jetzt erstmal mit Ian reden. Ja, stimmt, und dann gab es noch diese, das Zahnrad und alles. Okay, also das Kapitel zieht sich schon noch mal ein bisschen länger, als ich da vorhin am Anfang befürchtet hatte. Ist ja auch gut so, aber... Schauen wir mal. Und warum spielt jetzt gerade schon wieder keine Musik? Einfach keine Musik am Start. Schade. Naja. Ehrlich gesagt, ich finde das aber auch cool. Viele beschweren sich ja, ach, Gothic 1 und 2 ist es später so, man rusht nur noch durch die späteren Kapitel. Ganz ehrlich, ich will im letzten Kapitel nicht dieselbe Quest, die wie in Kapitel 1. Ich finde das eigentlich geil, am Ende als übermächtiger Typ nur noch durch die Story durchzurushen und nicht mehr von 1000 Nebenquests aufgehalten zu werden. Das finde ich eher unbefriedigend. Das finde ich so, wie wenn man schnell und dynamisch auf der Autobahn fährt und dann gibt es ständig irgendwelche Staus und Stockungen. Am Anfang gehört es dazu, dass man erstmal die kleinen Windungen und Landstraßen und so fährt, aber wenn man dann einmal den Speed drauf hat, dann will ich nicht mehr ausgebremst werden. Und im letzten Kapitel noch genauso viele Nebenquests zu haben wie im ersten, würde sich für mich komplett wie eine Ausbremsung anfühlen. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Sehr gut. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Ich schau mal um. Genau, da werden wir hingehen. Die Zahnrad-Quest. Wo war das nochmal? So, genau. Mit den Templern hier kann ich ja eigentlich schon sagen, was ich hier unten vorhab, oder? Was weißt du über die... Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Aber alle, wirklich alle Crawler komplett auszurotten, würde dazu führen, dass ihr überhaupt keinen Nachschub mehr an diesem Sekret bekommen könntet.
immer wieder Exemplare rausnehmen und das Sekret mitnehmen? Ja. Aber würde ich alle ausrotten, so auf einmal keine Anrufung des Schläfer und so weiter mehr möglich. Warum alle Minecrawler ausgerottet? So, da unten befindet sich schon eine Menge Technik und Zahnräder und so weiter. Und da werde ich mir jetzt gleich mal auf die Suche nach dem Zahnrad für Ian machen. So. Solange Bären noch was bringen, werde ich die essen. Als nächstes werde ich dann nachher mal noch diese krasse Beere hier essen, Flammendorn. Die lila Beere, die einzige, die es davon gibt hier. Oder die einzige, die ich bisher gefunden habe. Auch, oder soll ich sie doch nicht essen? Ich werde sie noch ein bisschen behalten, weil ich es irgendwie cool finde, so seltene Sachen noch ein bisschen zu behalten. Ein bisschen noch. Und eines Tages werde ich sie einfach so essen und einen richtigen Genießermoment draus machen. Irgendwann im Lauf dieses Displays. Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ne? Aber wann? In welcher Folge das sein wird? Das werde ich jetzt noch nicht verraten. Seid wachsam, um es nicht zu verpassen. Aber ich kann es jetzt auch noch gar nicht verraten, weil ich es noch nicht weiß. Zumindest behaupte ich, es noch nicht zu wissen. Vielleicht habe ich es auch bis ins letzte Detail schon ausklamüsert. Habe ich aber nicht. So. Alter. Es könnte gut sein, dass ich jetzt hier direkt drauf gehe, wenn ich da ankomme. Könnte gut sein. Ich stelle mich mal drauf. Nee, Alter. Leck mir am Arsch! Scheiße. Ja, okay, tschüss. Ja, das war's wahrscheinlich. Ich versuche mal noch hier hochzuklettern. Okay, bisher klappt der Plan sogar. Sehr gut. Okay, hat geklappt. Vorzüglich. Dann werde ich mir hier gleich nochmal ein paar Keulen reinziehen. Das ganze Zeug muss jetzt noch verbraucht werden. Je weniger Heiltränke ich jetzt verbrauche, desto mehr Heiltränke habe ich dann später noch übrig. Später werde ich dann wahrscheinlich dieses ganze Quickslot-Kreuz nur noch mit Blutbuchensamen belegen. Ne, nur noch mit Tränken belegen, ja. Bis dahin. So, jetzt bin ich nämlich in der Position, wo ich vernünftig arbeiten kann mit den Crawlern, wo ich einzeln, einen nach dem anderen, nicht direkt komplett umzingelt werde von denen. Will doch keiner sowas. So. Oh, auch geile Farben, geiles Licht hier schon wieder. Die blauen Erzfelsen um mich rum. Und ich stehe da mit der Axt und meiner neuen Rüstung. Es sieht einfach cool aus. Dieses Spiel sieht einfach cool aus. Oh, ja, klar. Okay, aber ein Schlag pro Crawler, also das macht das Ganze dann schon wieder erträglich. Das wird ein Spaß hier unten. Geil, ich freue mich gerade. Ich freue mich, dass ich jetzt schon so viel Schaden mache. Das finde ich als ein äußerst befriedigendes Spielerlebnis hier gerade. So. Rabenkraut. Warum gibt es eigentlich in Gothic 2 gar nicht mehr sowas wie Rabenkraut, frage ich mich. Oder halt, hieß wahrscheinlich dann anders so. Dieses ganze Feuernessel und so weiter. Na, ja, das Mintal hat dort auch seine eigene individuelle Vegetation. So, und hier, sehen wir es bereits schon rumliegen, das Zahnrad hebe ich direkt auf und damit ist die Aufgabe auch schon wieder erledigt. Schau mal, dieses Ding leuchtet so hell auf. Das heißt, ja, aber man kann halt nichts damit machen. Wo sollen wir überhaupt anfangen? Hier. Stell dir vor, man könnte jetzt echt, aber macht das nicht die Orksklaven? Das wäre irgendwie cool, wenn man selber diese Animation machen könnte. Hier so drehen, an dem Ding einmal außen rumlaufen. Aber wie sollen wir hier ums Eck rumkommen? Direkt an dem Felsen da entlang. Oder immer so hin und her. So, Halbkreis in die Richtung, dann wieder Halbkreis in die Richtung. Die Mechanik dieser Maschinen beschäftigt mich gerade so ein bisschen. Irgendwelche Amulette und Ringe hier noch in irgendwelchen Winkeln, ich glaube nicht. Aber das war so ein Gedanke, den ich gerade habe. So, es ist natürlich einer der bekanntesten Gothic-Bugs, ist dieser Leiter-Bug hier an dieser Stelle. Der ja auch in sämtlichen frühen Reviews zu
so eine Switch-Variante bemängelt wurde und dann aber scheinbar gefixt wurde. Obwohl er natürlich auch schon ein Klassiker ist unter den Gothic-Bugs. Aber trotzdem gut, dass gefixt wurde und dass ich jetzt anständig raufklettern konnte ohne Probleme. So, dann kann ich jetzt mit dem Zahnrad im Gepäck voller Stolz direkt zu ihm zurückkehren und ihm sagen, dass ich ein Zahnrad im Gepäck habe. Ja? War doch klar, das ist eine scharfe Kurve. Die Fackelflamme macht auch gerade, was sie will. Diese Flagge maximal hochauflösend. Aber da sieht man, wie gut die anderen Texturen sind, wenn sowas negativ auffällt. So, Ian, gönn dir dieses Bier. Schau mal, der schaut genau an, welche Konsistenz das hat, beziehungsweise welche Zusammensetzung. Konsistenz wird wohl flüssig sein, aber der will halt wissen, sind da irgendwie drüben Schwebstoffe drin? Was geht ab? Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ich suche. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Ja. Immer diese Dialoge, so, das war schon bei einigen Quests. Du sagst, was Sache ist und dann kannst du direkt so einen Zwischenbericht geben, obwohl sich noch gar nichts am Sachverhalt geändert hat. So. Ich suche immer noch so und dann so sucht man so ein paar Stunden und dann kehrt man zurück, sagt, ich suche immer noch, ich suche immer noch. Dann denkt er sich auch nur, ah ja, danke für die Info, Mann. Wollte ich jetzt unbedingt wissen. Durchdrungen von magischem Erz ist dieses harte Gestein hier unten. Überleg mal. So gigantische Schächte. Wohl ist eigentlich alles hier von Hand ausgehauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach schon eine fette Höhle hier und da wurde dann weiter reingehauen. Wie sollen einfache Spitzhacken so einen Schacht ausheben? Aber alte Mine, cooler Ort. So, weiter. Hey du. Für Gomez. Irgendwelche neuen Dialog. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Geil, Mann. Der kann mir Blutfliegenflügel geben. Mein Lieblingsloot, aber nicht meine Lieblingsobjekte, wenn es ums Kaufen geht. Der Orksklave hier, tut mir leid. Sklaverei finde ich nicht als den richtigen Weg. So, ja, hier in diesen Nebenschächten sind wahrscheinlich inzwischen auch neue Crawler gespawnt, aber die werde ich später noch. Jetzt machen wir erstmal die Story weiter. Ab zu Askan, dem Wächter des Tores hier unten. Es gibt hier keine Musik, es gibt nur so komische Töne im Hintergrund, so, die auch im Schläfertempel gibt. Genau, schaut diese an. Ach, jetzt check ich das. Man muss da gar nicht im Kreis rumlaufen, sondern einfach so dran drehen. Aber Menschen können das scheinbar nicht. Nur Orks können das. Aber sehr geil, diese Maschinen in Aktion zu sehen. Auch wenn der arme Sklave dafür schuften muss. Aber das macht's halt auch aus, dass die Sachen in der Welt wirklich, die stehen nicht nur rum, sondern die werden auch benutzt und funktionieren dann. Versteht ihr? Das ist ein gutes Konzept. Schaut mal, wie der Staub da aufgewirbelt wird, wenn man da... Was passiert nicht? Bäm. Ja, manchmal ist die Rüstung, die ich da am Start habe, sogar noch krasser, als ich dachte. Die hat mich sogar davor beschützt. So, Butler, dies, das, dies, jenes. Okay, ab zu Askan. Überall diese Erzhauptstellung vor, man würde einfach alles einsacken. Reich, reich bis ans Ende aller Tage. Hey! Für Gomez! Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Das Wort Nest wurde jetzt so oft verwendet in diesen Dialogen. Ich kann es nicht mehr hören. Hey Askan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Askan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt?
aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal einige Templer organisieren und dann den Schacht öffnen und das Crawler-Nest ausräuchern. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute, gebt gerne einen Daumen hoch. Ciao.